Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. I'd be glad to. And what does the flame So, reveal? ich oder wir haben uns jetzt vorgenommen, mal die endlosen Pfade von Ut-Nua ein bisschen zu machen und treffen schon auf ziemlich böse Sachen hier. Okay. Zwei Fallen, die weg können. Das ist ein Zweihänder, den kann ich auch erstmal weg. Palygina haben wir ja nicht im Absolutely. Team. Im Inneren dieser geborstenen Hülle hat sich ein winziges weißes Wesen eingerollt. Erst als sich ein winziges, zappelwertes Maul öffnet und ein verängstigendes Quieken ausschießt, ist dir klar, dass du einen kleinen, kürzlich geschliffenen Lindwurm vor dir hast. Den Lindwurm hochnehmen. Ja. Hallo, kleiner Lindwurm. Und Geld. I'll take a look. Die aufgeplatzten Eierschalen sind ledig, aber trotzdem brüchig. Die meisten von ihnen wurden von winzigen, klaunbewehrten Füßen zu feinem Staub zermahlen. Interesting. Eine gute Keule und Rastvorräte, die wir gerade nicht brauchen. Okay. Da wäre die Treppe nach unten. Hey. Stand together. Okay. Saurippzeug. Lindwurmflügel. Sonst ist hier I'll see what I can find. Nichts. Dann gucken wir uns erstmal den Raum hier oben an. Aha, Falle. Interesting. Farabuts Fluch. Dieses aufgerollte Stück Pergament ist voll verschmierter Kohlekritzelei. Lass mich mal schriftlich formulieren. Ich wusste von Beginn an, dass das ein beschissener Plan war. Merrick war fröhlich wie ein Kleinkind und sich sicher, dass wir die Xaurips überzeugen könnten, uns beim Füllen unserer Taschen zu helfen. Wohl eher Andras direkt in eine große, tiefe Grube zu helfen. Und jetzt? Jetzt seid ihr alle wie die Hasen davongelaufen. Währenddessen stehe ich hier bis zu den Achseln in Knochen und Xaurib-Scheiße. Ich hoffe, dass ihr alle hier unten verrotten werdet. Ich hoffe, dass Merrick direkt über den Rand der Welt fällt und Drafte den Rest seines winzigen Verstands verliert und den Rest von euch ausweidet. Fünf von uns waren übrig und ihr rennt weg. Verflucht sollt ihr sein, jeder einzelne von euch. Ich verfluche auch mich selbst, weil ich hier wegen ein paar wimmernden Jämmerlingen sterben werde. Und hier noch was für euch, falls einer von euch, miesen Echsenbastarden, jemals in Tierisch lernen sollte. Hoffentlich erstickt ihr alle zusammen. Oh, mittlere Rüstung. Ergeben. Verteidigung gegen verwirrt, bezaubert, beherrscht. Also ich trage ja eine schwere Rüstung, aber das ist eine mittlere Rüstung. Passt voll zu Sagani, aber trotzdem. Kann das erstmal sie tragen. So, noch mehr Gixau-Rippe. Battle!
Your Stand together! Vulcan, your tail ends here! So, was haben wir hier? Öl? Gute Lederrüstung. Slow and silent. Naja, und die Schamanengrube. Sorry, Hohepriester. Als du diese Kammer betrittst, attackiert dich eine Kakophonie aus Gekreische, Geknurr und Gebell. Du musst bestimmte Xaurits tanzen mit frenetischen, hüpfenden Bewegungen. Auf einer Seite taucht der Zauriff seine Hände in einen Eimer voller Blut und andere Zaurips, die bereitwillig in die Riten einfallen wollen, mit Mustern zu beschmieren. Auf der gegensätzlichen Seite des Raumes steht ein Zaurip, der einen langen Schädel eines Jungdrachen und kräftige Federn trägt. Mit kreischenden und klickenden Geräuschen schwenkt er einen Stab in Richtung der versammelten Zaurips. Plötzlich hebt der Hohepriester den Stab über seinen Kopf und kreischt mit neuer Kraft. Er schwingt den Stab nach unten, um auf die Grube zu deuten und dann auf dich. Ich weiß nicht, ob mir dieser Vorschlag gefällt. Oh, hi. Taktischer Rückzug kurz. So, der Feuerball hat gesessen. Let's end this. Stand together. Dead on. Gut. Geh zurück. Auf den endlosen Faden lauert nur der Tod. Okay. Also ja, hier ist eine sehr, sehr blutige Opfergrube. Und da ist die Treppe. Das aus diesem Eimer verschüttete Blut scheint sich in den Stein gefressen zu haben. Das ist an den Eimern. Das an den Eimern gebundene Seil. An den Eimer gebundene Seil sieht lang genug aus, um es für den Abstieg nutzen zu können. Dieser Eimer ist mit Blut gefüllt und sondert einen scharfen Gestank ab. Du machst darin Bokaks Tränen aus, ein starkes Gift. Das wird den anderen Xaurib umgebolzt haben. Diese weite Grube führt in absolute Finsternis. Du hörst das pfeifende Heulen des Windes und von Zeit zu Zeit zerren heiße Windstöße an deiner Kleidung. Die Grube untersuche. Die Schlucht scheint nicht natürlich entstanden, sondern vielmehr mit Hilfe von Werkzeugen ausgehoben worden zu sein. Sie scheint sehr tief zu sein, aber da du den Boden nicht siehst, kannst du die Entfernung nicht abschätzen. Ja, wir springen nicht in unseren Tod. Wir klettern auch nicht in unseren Tod, sondern nehmen wie normale Menschen die Treppe. Die Grube führt nämlich in die fünfte oder sechste Etage, soweit ich mich noch richtig erinnern kann. Das werden wir dann sehen, wenn wir eine riesige Leichenhalle gefunden haben. Oh, ein hübscher Kanal. Auf dessen anderer Seite wir schon eine Leiche sehen. Und Gräber. Ach, da ist die Brücke über den Kanal. Falle. There you go.
Auf jeden Fall, wenn ich Level Up habe, sollte ich meine Mechanik mal wieder um eins steigern. Knochen. Oh, Ogre. Schleich nicht herum, komm ins Licht. Bei dem flackernden Fackeln ins orangene Licht gehüllt, sitzt eine massive Kreatur auf der gegensätzlichen Seite dieser weiten Kammer. In dem Raum stinkt das Beißen nach Blut und Innereien. Und als sich der Ogre erhebt, wird ein überriechender, den Staub unter seinen Füßen hochwirbelnder Windstoß in deine Richtung. Hat er einen fahren lassen, oder was? Wenn sie nur gewusst hätten, wie viele ahnungslose Narren in mein Lager spazieren würden, sie hätten mich nicht ins Exil geschickt. Trotz seiner Worte studiert dich der Ogre leidenschaftslos. Seine bleichen, grimmigen Gesichtszüge sind voller Streifen getrockneten Blutes. Andererseits glaube ich, dass sie einfach den Geschmack am Match verloren haben, da sie sich nun schon so lange aneinander gelabt haben. Der Ogre wendet sich ab. Ich werde nicht zum Essen gemästet werden. Du wurdest ins Exil geschickt? Geh nur ein kleines Stück nach unten, da wirst du herausfinden, was aus uns geworden ist. Früher waren wir ein Dutzend und jetzt sind wir nichts. Unsere große Anführerin von Stimmen in die Raserei getrieben und unsere Krieger verzehren einander. Und ich, der Feigling, warte hier allein auf den Tod. Einfacher gesagt als getan. Er deutet auf ein Haufen Knochen und Kleidung. Der Hunger hat seinen eigenen Willen. Oberin Zoller weiß das nur zu gut. Wer bist du? Ich bin Tulga, einer von Zollers treuesten Kriegern. Eins. Der Ogre zuckt mit seinen Achsen. Ach, es spielt keine Rolle mehr. Geh nur ein kleines Stück weiter runter und da wirst du es herausfinden. Das kennen wir ja alles. Mhm. Ihr seid alle am Verhungern? Gibt es hier unten denn gar nichts Essbares? Viele Jahre lang haben wir hier gelebt und die Höhlen um uns herum haben sich verändert. Viele alte Tunnel wurden geschlossen. Vielleicht ist das Werk der Spinnen. Eine Zeit lang labten wir uns an den Xaurims und es ging uns recht gut, aber dann aber ertranken die Xaurim-Stämme. Sie wurden vergiftet. Ach, erkrankt, nicht ertranken. Anfangs bemerkten wir es nicht, zumindest nicht, bis auch wir schwach zu werden begannen. Manche von uns wurden unter dem Einfluss des Gifts zu wahnsinnigen wilden Tieren. Bei Oberin Zoller, der stärksten unter uns, ging es nicht so leicht. Sie fiel dem Wahnsinn nur langsam zum Opfer. Einige von uns fuhren sogar wissenschaftlich damit vor, die Zaurips zu essen. Es gab einfach nichts anderes. Sie starben schmerzvoll, dafür aber schnell. Andere wagten sich in die große Treppe hinaus und suchten nach einem Ausweg. Zoller verbot uns noch rechtzeitig den Aufbruch. Wenn wir schon nichts zum Jagen finden können, sagte sie, dann müssen sich einige von uns zum Wohle aller opfern. Ihr seid Kannibalen? Ja, so weit ist es mit uns gekommen. Selbst ich habe es probiert. Danach gibt es wohl kein Zurück mehr. Diesen Moment werde ich für den Rest meines Lebens nicht vergessen. Was ist mit eurer Anführerin passiert? Oberin Zoller, seit unserer Ankunft hier wurde sie von Albträumen geplagt. Schrecklichen Träumen von etwas in der Tiefe. Sie war davon überzeugt, dass wir nicht dorthin gehen sollten. Tulga senkt den Kopf. Ich sagte ihr, dass sie sich keine Sorgen machen sollte. Ich dachte mir nichts dabei, bis wir das Gift in den Xaurips entdeckten. Es veränderte sie. Was ist auch wahr, was ihr die Stimme sagte? Sie wurde härter und kälter. Vielleicht war es genug, dass die Stimme all die Tage und Nächte niemals schwieg. Vielleicht verschlimmerte das Gift die Träume noch mehr. Aber wahrscheinlich ist es am schwersten, den Wahnsinn in denen zu sehen, die dir nahe stehen. Ich aber hätte es trotzdem sehen müssen. Dafür ist es jetzt zu spät. Ich sollte dem Leben dieser Zoller ein Ende setzen. Ja, wenn du das schaffen könntest, dann wären wir zumindest von diesem Wahnsinn befreit. Wer weiß schon, wie lange wir noch einander verspeisend hier aushalten können, bis nur noch einer übrig ist. Bring mir ihren Wendelring, dann werde ich wissen, dass es vollendet ist, dass unser Clan endlich nicht mehr ist. Mensch, betrachte das als den letzten Wunsch eines gefallenen Ogres. Erledige, was ich nicht kann, dann werde ich eine Belohnung finden, die deiner Dienste würdig ist. Verzweifelte Maßnahmen. Ein Ogre-Clan, der in einem Abschnitt der endlosen Pfade von Ordnua gefangen ist, hat zum Überleben auf Kannibalismus zurückgegriffen. Einer der Ogre, auf die ich traf, zeigte sich gesprächsbereit. Tulga behauptet, einer der wenigen, wenn nicht der einzige Ogre zu sein, der noch bei Verstand ist. Die anderen haben sich dem Befehl ihrer Anführerin Zoller gefügt, die vom Hunger und sonderbaren Albträumen gleichermaßen in den Wahnsinn getrieben, zum Überleben auf Kannibalismus zurückgegriffen hat.
Trüger bat mich, etwas zu tun, was ihm nicht möglich ist. Soll das Leben auslöschen und damit dieser brutalen Existenz ein Ende setzen. Er bat mich, zum Beweis ihren Wendelring zurückzubringen. Und nochmal Rastvorräte und Geld. I'll take a look.